Gib mal das schön hier rein. Da haben wir was. Ich kam auch wegen Ragnar. Sie verlieren! Lassen Sie zurück! Können wir mal gucken, ob wir noch weitere Leute finden. Ja. Das Tal von Falkenheim war einst von einem riesigen Wald bedeckt. Wir Ritter hatten den Wald gerodet, bevor die Wikinger zurückkehrten. Und dabei stießen wir auf die antiken Ruinen des Kriegsblut-Clans. Stellt euch unsere Überraschung vor. So, haben wir mal hier irgendwo noch mehr von diesen Dingern? Jetzt haben wir mal so lange. Da immer noch. Haben wir hier noch mal was? Nope. Das ist das Problem, dass sie das nicht kennzeichnen. Also wirklich mal auf eine Karte oder sowas kennzeichnen, dass man da nicht übertritt oder so. Ich weiß, dass man da. Ach, warte mal, da war was. Dann nochmal zurück. Da, hier war noch mal was. Hä? Hat er nicht irgendwo was? Aber bevor wir dann Dings, also ich möchte hier schon noch einen finden. Halt! Hä? Bei hier. In der Wildnis fressen die Starken die Schwachen. Nur in unserer zivilisierten Welt ist es andersherum. Ich lasse nicht zu, dass es so weitergeht. Ich lasse noch die Welt. Okay, die haben wir ja schon. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit hier in diesem Dings aufhalten. Vielleicht gibt es hier nochmal was. Ah ja. Das Jahr nach unserem Angriff war hart für die Wikinger. Kein Saatgut, keine Ernte im Sommer. Keine Ernte, nichts zu essen im Winter. Wie alle anderen auch
musste der Kriegsblut-Clan hungern. Es erfordert eine ganz besondere Art des Größenwahns, zu essen, zu trinken und zu feiern, während deine Krieger vor der Tür kämpfen und brennen und sterben. Ragnar war diese Art von Wolf. Auf geht's. Wer ist... Was geht da draußen vor sich? Du... Stell dich! Ha! Na dann komm rein! Genau dafür war ich gekommen. Kriegsblut! Au! Wir sind Kriegsblut! Jo, dann müssen wir jetzt noch reiten. Ich habe nicht vor, Ragnar entkommen zu lassen. Jawohl, so war. Warum stirbst du nicht? Ja, wie schnell lief denn das Pferd? Auf, komm, den kriegst du hin. Ich werde dich rösten. Aua, aua, aua. Wird die Leute um dich herum verhungern! Du und deine Krieger werdet lernen zu leben wie der Rest von uns! Oder ihr werdet Futter für die Krähen! Sei nicht töricht! Bitte mich doch gleich aufs Feld zu den Bauern! Wir sind Wikinger! Das heißt also nein? Valhalla. Hast du hier jetzt das Sagen? Schließt euch an. Wir folgen euch. Sie machten nicht allzu viel her, aber es war ein Anfang. Okay.
Dann haben wir nochmal eine neue Armee. So. 3 von 3, 6, 2 haben gefehlt. So. Viking und Diplomatie. Ich würde mal sagen, wir machen da im nächsten Part weiter und sehen uns dann dort. Und da spielen wir dann Wikinger Diplomatie und dann geht's weiter in die nächste Sache. Und dann geht's in die Samurai. Alles klar, wir sehen uns dann. Tschüss.